Auch in dieser Saison ist der SK Sturm der engste Verfolger von Serienmeister Red Bull Salzburg. Hinzu kommt die historische Möglichkeit, den 6. Cup-Titel der Vereinsgeschichte einzutüten. Am 30. April trifft man auf den österreichischen Rekordmeister Rapid. Wie Trainer Christian Ilzer die aktuelle Lage einstuft, werden wir ihn persönlich fragen. Zunächst mal danke für die Zeit und auch die Einladung. Sehr gerne. Bevor wir auf das zu sprechen kommen, was ich jetzt angedeutet habe, das mögliche Double, was vielleicht auch winken könnte, vielleicht einmal zur Kabine. Wie ist der Christian Ilzer in der Kabine? Unterschiedlich? Eher der ruhige, pragmatische oder doch der Einheizer vor einer wichtigen Partie? Unterschiedlich, würde ich mal sagen. Also man muss schon seine Mannschaft da gut spüren, ein Gefühl dafür entwickeln, was ist nötig, welche Worte sind nötig. Manchmal bist du der Beobachter, manchmal musst du natürlich der Einheizer sein. Im Endeffekt musst natürlich selber das verkörpern, was du von deiner Mannschaft willst. Aber ich glaube, gutes Gespür, was die Situation braucht, ist schon absolut notwendig. Ich glaube, auch jeder Fußballer, egal ob auf Amateur- oder Profi-Ebene, kennt unterschiedliche Herangehensweisen von Trainern. Du selbst hast auch als Spieler Erfahrungen machen dürfen. Bist du eher der Freund von kurzen, prägnanten Ansagen oder magst du das auch ganz gern, die Spieler vielleicht eine Dreiviertelstunde mit allen taktischen Maßnahmen zu konfrontieren? Ich glaube, das am Punkt zu bringen, die Botschaft klar zu vermitteln, und das ist natürlich auch, umso kürzer und prägnanter man das machen kann, das ist schon einfach eine rhetorische Gabe, sage ich einmal. Sich da irgendwo in einen Slalom reinzureden, hat man ja in meiner bescheidenen Karriere, aber ich habe dann doch einiges gesehen. Das ist dann, da redet man sich müde und dann kann man nicht mehr folgen. Also man hat schon Aufmerksamkeitsspanne, die dann. Das sollte man nicht überspannen, aber es gibt schon Besprechungen, die dauern dann einmal länger. Da gibt es halt eine Thematik richtig aufzuarbeiten. Ich bin dann ein Fan davon, dass man das ein bisschen interaktiv macht, dass man die Spieler reden lässt, dass man zuhört. Dann dauert das schon mal länger, aber ich glaube schon, ein ganz wichtiger Punkt ist, die Sache an Punkt zu bringen. Offensichtlich dürfte das Ganze ganz gut gefruchtet haben in den letzten Jahren, sonst wärst du wahrscheinlich nicht nach wie vor Cheftrainer beim SK Sturm. Kommen wir vielleicht auf diesen Grunddurchgang zu sprechen, der gezeigt hat, dass Sturm entweder näher rankommt an Salzburg oder Salzburg an Qualität verliert. Was war in den letzten Monaten seit dem Sommer los, dass Sturm noch konkurrenzfähiger ist? Ja, ich würde es jetzt nicht immer an Salzburg messen, weil punktemäßig haben sie ja, waren sie auf Rekordkurs unterwegs. Ich glaube, dann am Ende waren es dann, glaube ich, Punkte gleich mit ihren Rekordsaisonen. Also da haben sie nicht viel zulassen, dass man sagt, man kommt wirklich näher. Aber wir sind näher gekommen, weil wir uns entwickelt haben. Und das trotz einer Saison, die schon die eine oder andere Hürde für uns parat gehabt hat. Das war dieser extrem dichte Spielplan im Herbst, wo wir wirklich dann auch in der Meisterschaft unseren Job top erledigt haben, die Spiele gewonnen haben, regelmäßig gepunktet haben, Spiele gewonnen haben. Dazu, das sollte man auch nie vernachlässigen, haben wir einfach den absoluten Rekorderlös mit dem Rasmus Højlund-Transfer gehabt und natürlich auch von der sportlichen Seite und Top-Stürmer verloren. Janči, der Spieler, beste Spieler der Vorsaison, hat sich aber von Beginn der Saison weg verletzt. Wir haben im Februar jetzt eine extreme Verletzten, eine Misere gehabt und haben da wirklich auch personaltechnisch dann schon immer wieder dann uns was einfallen lassen müssen. Also von dem war es jetzt kein Fahrt durch ruhiges Gewässer. Also es war schon richtig zu steuern und anständig zu rudern, aber gemeinsam haben wir es richtig gut hinbekommen und haben uns in einer guten Ausgangssituation gebracht. Und was vor allem auffällig war, dass man auswärts kein einziges Mal verloren hat. 6 Siege, 5 Unentschieden. Macht das am Trainer auch besonders stolz, dass die Mannschaft in der Fremde in der Regel gut funktioniert? Ja, das ist auch eine Herangehensweise. Also wir machen da keinen Unterschied, ob wir zu Hause spielen oder auswärts. Natürlich ist ein Wohlgefühl, ist ein Energiekessel. Du hast die Fans auch sehr nah bei dir. Das Stadion war nahezu immer ausverkauft. Aber wir haben auch unsere Fans auswärts dabei und der Platz ist überall gleich groß und wir versuchen einfach das gleich aktive, aggressive Spiel auswärts zu spielen, wie wir es zu Hause gewohnt sind. Und gleichzeitig zu Hause hat man 2 Niederlagen kassiert, ich glaube gegen Klagenfurt und gegen den LASK. Schmerzliche Niederlagen, wenn man bedenkt, dass man Salzburg noch näher ranrücken hätte können? Ja, das ist 2 Niederlagen. Natürlich sind die schmerzvoll und da wären absolut vermeidbar gewesen, weil es extrem enge Spiele waren. Aber es waren auch Siege, die wir dann geholt haben, auch enge Spiele. Also von dem her sagt man, okay, wenn man Salzburg irgendwie einholen will, dann darf es keine einzige Partie verlieren. Und das ist natürlich schon resultatsmäßig
Ja, eine extreme Aufgabe, die man dann hat. Und dann deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch von dem Resultatdenken lösen und von dem Salzburg lösen, weil ja, irgendwann verliert man einmal. Irgendwann ist es einmal so, dass das Glück dann nicht auf deine Seite ausschlägt und ja, du verlierst dann einmal ein Spiel. Und wir sollten aber immer uns auf das fokussieren, was wir einfach kontrollieren können. Und das ist weitgehend unsere Leistung. Und wenn der auf unserem Top-Level passiert, ja, dann haben wir in der Saison gesehen, dann sind wir nur ein Team, das wirklich sehr schwer zu besiegen ist. Und damit wir unsere Zuseher nicht hinters Licht führen, wir zeichnen dieses Interview am Freitag vor dem Spiel gegen Austria Klagenfurt auf. Die Ausstellung ist nämlich erst ein bisschen später. Trotzdem jetzt diese Meistergruppe, die sich doch durch Top-Clubs definiert. Austria Klagenfurt ist scheinbar das Kanonenfutter für die restlichen Mannschaften. Aber was will man sich jetzt speziell in diesem Spiel vornehmen, wo wir bei Klagenfurt doch auch gesehen haben, an guten Tagen, auch ohne Markus Pink, kann es vielleicht funktionieren gegen Sturm? Ja, wir haben ja verloren gegen Austria Klagenfurt. Der erste Fehler wäre zu denken, dass sie Kanonenfutter sind. Das darf nicht in unserem Mindset drinnen sein, weil sie sind meiner Meinung nach wieder das zweite Mal jetzt zu Recht in der Meistergruppe, in den Top 6 dabei. Und das schaffst du nicht einfach, wenn du einfach keine Qualität hast, wenn du nicht einen klaren Plan hast. Und die Mannschaft versteht es, ihre Stärken dann am Platz zu bringen, versteht es sich auch dann auf einen Gegner gut einzustellen, zu adaptieren in gewissen Bereichen. Und ja, das macht es dann auch schon sehr, sehr schwer, gegen Austria Klagenfurt zu spielen. Und wir müssen uns einfach top vorbereiten und einfach wirklich am Punkt sein in diesem Spiel. Und ansonsten ist für mich einfach aber insgesamt die Meistergruppe auch so zu sehen, dass ich jetzt, glaube ich, auch Rapid wieder mit der Euphorie Cup-Finale, Aussicht auf einen Titel, Euphorie im Verein, Spieler sind fit, Austria Wien, die das hervorragend gemacht haben, jetzt auch, wie man gesehen hat, wie sie da in Salzburg gespielt haben. Über Salzburg braucht man nicht reden. LASK haben wir jetzt selber hautnah gespürt, welche Qualität und welche gute Gegner die sind. Also ich rechne nicht damit, dass da eine Mannschaft alles gewinnt, auch Salzburg nicht. Und auch für uns wird es natürlich ganz schwer. Also es wird eine sehr, sehr hart umkämpfte, ausgeglichene Meistergruppe werden. Jetzt hat man die beiden Spiele gegen LASK dann eben auch gesehen in der jüngsten Vergangenheit. Ein knapper Sieg, um ins Cupfinale einzuziehen, eine knappe Niederlage, um Salzburg vielleicht noch näher aufzurücken. Wäre es dir umgekehrt lieber gewesen, quasi Cup-Halbfinale ausscheiden, dafür Salzburg sehr, sehr nahe kommen in der Meisterschaft? Ja, oder am liebsten wäre mir gewesen, beide Partien zu gewinnen. Also immer eins nach dem anderen. Zuerst war höchste Priorität da. Dieses Heimspiel da im Cup-Halbfinale, wo ja eine unfassbare Stimmung war, wo uns die Fans ja vor dem Spiel einen Gänsehautempfang bereitet haben. Diesen letzten Schritt dann ins Finale zu machen, der war ein richtiger schwerer Schritt, aber da war der ganze Fokus drauf. Und dann geht der Fußball, der ist halt so schnelllebig, und dass du auch einfach nicht einmal Zeit hast, dich über diesen Einzug ins Finale richtig zu freuen, sondern musst dich schon wieder fokussieren, und das haben wir auch gemacht auf die Aufgabe in der Meisterschaft. Und ich glaube, wir haben es eine Stunde lang sehr gut gemacht, oder zumindest bis zu unserer Führung. Und ja, dann haben wir einfach nicht diese Kraft da im Kopf gehabt, sich gegen müde werdende Körper zu wehren, und der LASK hat die zweite Luft gekriegt und hat uns dann besiegt und eine schmerzvolle Niederlage zugefügt. Und wir haben einen Schritt zurück gemacht, aber wir können es ja so sein, dass wir nur Schwung holen jetzt für die letzte Phase. So schaut's aus. Und nach einer kurzen Werbepause plaudern wir auch gleich weiter, unter anderem über das bevorstehende Cupfinale gegen den SK Rapid am 30.04. Und wir wollen auf die Trainerpersonale Christian Ilzer auch ein bisschen eingehen und schauen, wie er reagiert hätte, wenn bei einem Topclub wie beim FC Bayern in der Kabine etwas vorfällt. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Sporttalks hier am Trainingsgelände des SK Sturm, gemeinsam mit Cheftrainer Christian Ilzer. Servus. Servus. Über die Meisterschaft haben wir uns jetzt im Großen und Ganzen unterhalten. Nach wie vor auf Schlagdistanz zu Salzburg. Der LASK sitzt im Nacken. Was den Cup betrifft, hat man zumindest alle Pflichtaufgaben jetzt bravourös erledigt. Tommy Horbert mit diesem sehenswerten Treffer die Finalbühne sozusagen für euch eröffnet. In Klagenfurt wahrscheinlich bummvolles Haus mit zwei Traditionsclubs. Wie groß ist denn insgesamt schon die Vorfreude, dass Rapid und Sturm da davon treffen? Vorfreude ist groß, war natürlich ja für uns ja, schon eine hochspannende Reise in diesem Cup-Jahr. Wir haben jetzt Rötis, das ist das klassische Auftaktspiel, in einem
ja, in einem kleineren Club, aber war auch ja, viel Dorffeststimmung dort war. Da muss man einfach drüber mal und danach sind Traditionsclub gekommen mit Austria Salzburg, mit dem Grazer Stadtderby, mit dem GRK. Danach haben wir dann Salzburg und Lask gehabt, also die Top-Teams in Österreich. Also es war bis jetzt schon ja, eine sehr, sehr, sehr interessante Reise durch diese Cup-Saison und du hast halt diese 6 Endspiele. Und jetzt haben wir eines noch vor uns und das ist halt das eines, oder wenn nicht das emotionalste Duell im österreichischen Fußball und dass ja, beide Teams sich da im Finale in Klagenfurt treffen, ist natürlich, ja, man merkt sehr am Interesse an diesem Finale, eine große Geschichte und da freuen wir uns natürlich aufs Cup-Finale. Aber ich bin Trainer von Sturm Graz und wir haben da schon ein paar Aufgaben vor diesem Finale zu erledigen und sollten uns jetzt nicht nur im Kopf auf dieses Finale hin fokussieren. Du hast ja gerade diesen Weg beschrieben, der zum Finaleinzug geführt hat, wo auch Salzburg die Endstation oder Sturm die Endstation für Salzburg gewesen ist. Ungeschlagen geblieben gewesen jetzt in diesem Herbst gegen Salzburg. Ist das auch wieder ein Indiz dafür, dass man das richtige Rezept gegen die Mozartstädter findet oder einfach auch von der Spielintensität mithalten kann? Ich glaube schon. Also da war ich viel dabei. Also ich glaube, wir können die Intensität mitgehen. Wir haben einfach einen Spielplan dann immer gewählt, der auch ganz gut gepasst hat, der funktioniert hat. Am Ende ist es einfach so, dass wir, und das haben die direkten Duelle gezeigt, dass wir einfach Salzburg schon sehr, sehr nahe gekommen sind. Aber es ist nach wie vor Salzburg, die unfassbare Qualität in ihren Reihen haben. Und über eine Saison ist es halt dann auch immer extrem schwer. Aber in einem einzigen Spiel ist es möglich. Das haben wir oft genug schon bewiesen. Und vor allem auch, haben wir es dann auch geschafft, den vor allem Serienfinalisten, gewonnen haben sie einmal nicht, ja. Gegen Sturm Graz 2018. Ja. Mhm. Aber ja, es ist uns gelungen, sie im Viertelfinale auszuschalten. Und trotzdem ist der Weg zum Titel nicht frei, das haben wir gesehen. Jetzt war der Lask schon extreme Hürde und im Finale erwartet immer Ähnliches. Kurz noch vielleicht zum bevorstehenden Gegner am 30.04., auch wenn noch ein paar Pflichtaufgaben dazwischen liegen. Du hast schon vor der Werbepause erwähnt, dass Rapid so ein bisschen euphorisiert ist, wieder am aufsteigenden Ast sein könnte. A, wegen den Ergebnissen und B, weil sie auch einen brandgefährlichen Guido Burgstall da vorne haben. Oder was zeichnet vielleicht Rapid auch aus? Die Euphorie im Verein, Emotionalität. Natürlich auch, dass sie auch einen sehr guten Kader haben. Ich denke, jetzt ist dieser Kader dann relativ vollständig verfügbar. Und dann haben sie einfach eine Qualität. Und das hat man auch, wir haben zwar die Duelle gewonnen, aber es waren immer enge Spiele, die wir halt dann, wo wir einfach das glücklichere Ende oder die Spur dann besser waren als Rapid. Und darauf gilt es sich aber nicht auszuruhen, sondern ich erwarte mir ein ähnliches Duell wie gegen LASK. Einfach, der ist auf Messerschneide mit viel Emotion gefüllt ist und wo dann Kleinigkeiten entscheiden werden. Und da musst du halt am Punkt da sein. Am 30. April ist dann im Wörthersee-Stadion der Tag der Wahrheit, ob der SK Sturm den 6. Cup-Titel einstreicht oder SK Rapid dann die Grazer Party doch noch ein bisschen verschieben kann auf ein anderes Jahr. Abschließend vielleicht noch auf dich zu sprechen zu kommen. Wir haben uns im Sommer schon getroffen und auch da ein bisschen über deine Perspektive unterhalten. Jetzt hast du dich doch etabliert als Sturmtrainer, sich auch ein bisschen einen Namen gemacht. Gab es schon mal das ein oder andere Angebot, das reizvoll gewesen wäre? Und ist das Ausland irgendwann interessant oder wird der Vertrag bis 2025 auslaufen? Weiß ich nicht, ob er ausläuft. Vielleicht wird er ja vorher verlängert. Aber es ist bei diesen Fragen ist immer entscheidend, dass du als Trainer weißt, was du im Moment hast. Und ich habe Sturm Graz und das ist für mich schon was sehr Besonderes. So eine wunderbare Geschichte, ich fühle mich da sehr, sehr wohl, kann mich extrem mit dem Verein identifizieren, habe ein sehr gutes Arbeitsverhältnis mit Andi Schicker und mit meinem Trainerteam, habe eine hungrige Mannschaft, wo ich glaube, ist absolut entwicklungsfähig. Du hast große Aufgaben in Österreich, weil du hast eigentlich mit Salzburg hast du nahezu keine Titelchance in Österreich. Du kannst schauen, dass du best auf den Rest bist, aber die Titel kehren einer Mannschaft und das ist seit Jahren einfach so. Und gerade das macht es aber reizvoll. Und dann gilt es halt natürlich auch, Leistungen zu bestätigen und einfach diesen Verein einfach in allen Ebenen zu entwickeln. Und ich habe das Privileg, dass ich da einfach mitgestalten kann. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache, was schon etwas sehr, sehr Spezielles
daherkommen müsste, dass ich mir da wirklich dann auch sehr intensive Gedanken mache. Aber natürlich kann man sich nicht verschließen, man kennt den Fußball. Es gibt dann noch größere Ligen als die österreichische. Und ich sage, mir ist genau oder sehr, sehr, sehr genau bewusst, was ich an Sturm Graz habe. Aber wenn es was Extremes gibt, wo man nahezu nicht Nein sagen kann, dann muss man sich das natürlich anhören. Ganz klar. Der Mehrwert bei Sturm Graz ist absolut herauszuhören. Ein prominentes Beispiel würde ich gerne heranziehen, damit man auch sieht, wie schnell es auch bei einem Trainer gehen kann, was die Negativspirale betrifft. Graham Potter bei Chelsea verpflichtet und eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, wenngleich die Qualität der Mannschaft vielleicht wirklich nicht so gut ist, wie viele dachten. Hat man da als Trainerkollege auch ein bisschen Mitleid mit so einem Trainer oder gehört das einfach zum Geschäft dazu, dass der Trainer zur Mannschaft passen muss? Also wenn man Graham Potter seinen Weg verfolgt hat, der war ja kometenhaft, sein Aufstieg. Und da passt aber nicht nur das Inhaltliche bei ihm, sondern hat ja von der menschlichen Seite wirklich extrem gesattelt gewirkt. Und ist aber dann so, wenn man nicht am richtigen Moment, am richtigen Ort ist und vielleicht auch nicht die Unterstützung hat, den man braucht, um so einen Verein zu führen. Also ein Großclub, oder es ist genauso bei Sturm Graz schon so, oder in allen Clubs, du alleine hast du keine Chance. Du brauchst einfach die Führungsriege, auch die komplette sportliche Führungsriege, die muss wie eine Wand oder zusammenstehen. Da darf kein Blatt Papier dazwischen passen. Wenn so viele Individualisten, so viel Ego, das natürlich beim Leistungssportler drinnen steckt, da immer wieder eine Möglichkeit sieht, irgendwo Dinge zu bejammern oder sich irgendwo auszureden, ja, dann werden diese Ventile natürlich genutzt. Und das ist ein großes Geheimnis im Fußball, dass man da einfach eine sehr, sehr starke Institution aufbaut, wo man als Trainer ein Teil davon ist, aber sicher kein Einzelkämpfer. Und daran, glaube ich, ist ein Graham Potter gescheitert. Das wird jetzt in Zukunft Erfahrung geben, neue Erfahrung geben, wie er sich einfach da aufstellt, wie er an so eine Sache rangeht, weil es halt auch von der Gesamtwirkung dann einfach nochmal ja, ein Schritt nach oben war. Es war dann Crème de la Crème, wo er sich jetzt befunden hat. Aber rein von seinem gesamten Paket, das er mitbringt, da bin ich absolut überzeugt, dass der sich Top-Top-Club führen kann in Zukunft. Auch ein prominentes Beispiel ist beim FC Bayern München, jetzt in der Woche passiert, Man City hat 3-0 gewonnen, in der Kabine ist es dann zu Auseinandersetzungen gekommen zwischen Mané und Sané. Wie muss man da als Trainer reagieren? Ist es okay, dass Mané jetzt ein Spiel passieren muss? Ist das damit getan oder muss man, wie soll ich sagen, das Ganze noch mehr sanktionieren? Ja, man muss immer, das ja von außen so schwer dann zu beurteilen, weil man kann dann von außen nie wirklich sehen, was der Kern dieses Konfliktes war. Es wird ja nicht nur jetzt eine Schnellschussaktion vom Mané gewesen sein, sondern dieser Konflikt wird sich halt schon über längere Zeit wahrscheinlich aufgebaut haben. Und ja, dann hat sich dieser halt in dieser Form dann entladen. Es war in der Kabine. Bei Bayern München bleibt es halt nicht in der Kabine. Bei anderen Clubs bleiben solche Sachen möglicherweise dann öfters eher in der Kabine intern und geht nicht an die Öffentlichkeit. Aber es ist so, dass man immer wieder mit solchen Konflikten konfrontiert ist. Am Ende muss man einfach erkennen, wo der Kern ist dabei. Und dann braucht es aber sehr klare, konsequente Handlungen. Vielen Dank auf jeden Fall, Christian Nitzer, für die Einschätzung und auch für das Gespräch. Das war's schon hier vom SK Sturm, die am 30. April das Cupfinale vor der Brust haben. In der Zwischenzeit können sie in der Meistergruppe auf Punktejagd gehen und da wird man sehen, ob sie vielleicht Mitte Mai noch Mitspracherecht um das Double haben. Bis zum nächsten Mal. Boom, 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 boom.